Hallo meine Freunde, ich darf euch herzlich willkommen heißen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar geht es diesmal um eine Gothic 2 Modifikation, die am 21.12.2014, also am 4. Advent letzten Jahres released wurde. Und ja, warum möchte ich das Spiel spielen? Es geht ja immerhin um Gothic. Ja, das hat zwei Gründe. Einfach, weil ich eben Bock drauf habe. Und das ist ja eine gute Voraussetzung, ein Spiel zu spielen. Und der andere Grund, weil ich nun mal das Hauptspiel oft genug gespielt habe. Und dann dachte ich mir, warum probiere ich nicht die Mod aus, die da released wurde. Und ja, spiele die einfach mal durch, falls ich dazu fähig bin. Das werden wir ja sehen. Ja, ich lese einfach mal vor, was uns erwartet. Oder soll ich das nicht vorlesen? Nee, ich spoilere lieber mal nicht, sondern ja, begebt mich ins Spiel und ja, wünsche euch allen viel Spaß und bleibt dabei. Ja, da sind wir auch schon in-game und haben hier einen schönen Titelscreen. Finde ich zumindest, mit einer coolen Musik, die ich jetzt gleich mal ein bisschen lauter stellen werde, weil ich habe die oftmals nicht so ganz laut, weil, ja, Musik ist schön cool für mich, aber ich möchte auch noch diese Hintergrundgeräusche hören. Aber jedem das seine. Ich starte das Spiel und ja, halte meine Klappe. Wir sind nackt, okay. Auch nicht schlecht. Ja, warum nicht? Macht durchaus Sinn. Aber das meine Licht Truhe. War eine Qual für Belia. Und wir hören irgendwie Vatras im Hintergrund labern. Gut, dann öffnen wir mal die Truhe und haben gleich mal einen guten Startbonus mit 100 Gold und einem Dolch. Adanos aber sah, dass so könnte nützlich sein. Kein Licht. Und keine Dunkelheit. Was haben wir hier noch? Kann man das aufsammeln? Nee. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder. Oh Gott, Vatras. Um ihren das Streit mir zu laut. Schlichten. Ich muss dich mal ein bisschen. Und es gelang ihm nicht. Runterstellen. So. Ich hoffe, das passt nachher mit der Lautstärke. Wie gesagt, das ist auch eine Probeaufnahme in etwa. Aber doch. Weil ich weiß einfach nicht, wie das rauskommt. Werde es dann je nachdem im nächsten Part natürlich anpassen. Aber es dürfte laut genug sein und ich kann es ja auch noch nachbearbeiten. Aber sehen wir dann. Jedenfalls habe ich hier, glaube ich, jetzt alles eingesammelt. Da gibt es jetzt nichts mehr. Den Schrank kann man auch nicht öffnen. Nee. Oh, doch. Cool. Diplomatentracht. Gab das Land frei. Warum nicht? Und es entstanden was kann die? Alle Wesen, Schutz vor Waffen 10 und Schutz vor Pfeilen ebenfalls 10. Ja, besser als nichts. Sieht aber ganz schön und prächtig aus. Ja. Entstand der Mensch. Für das, was die kann. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Gut, dann reden wir hier mal mit den Leuten, wo auch immer wir sind. Matteo. Für Herr und aber Vater. So groß war der Zorn Belias. Eriksson. Dass er über das Land das kam und das Herr Tier Carlos, Vaterland. Jack, den können wir nicht reden, weil der hier die Magie zu Ehren anscheinend Magie belabert. Zu Ehren. Mit dem können wir auch nicht reden. Wie auch immer. Ich speichere mal. Sorry, wenn ich das jetzt hier öfters machen werde. Das ist bei mir so eine Krankheit im Gothic. Ich versuche es zu reduzieren für euch. Alles klar. So machen weil es natürlich nervt als Zuschauer. Das kann ich ganz voll und ganz nachvollziehen. Und zweitens möchte ich ja ein bisschen zeigen, dass ich es hoffentlich drauf habe und es nicht so nötig habe, dauernd abzuspeichern. Ich hoffe, ihr habt wohl geruht, mein Herr. Der König erwartet euch bereits. Er hat eine wichtige Aufgabe für euch. Und auch er betrat das Land. Wo war ich stehen geblieben? Ja, dass ich es nicht nötig habe, immer abzuspeichern. Aber das sehen wir dann. Ja, der König möchte mit uns reden, aber erstmal schauen wir uns hier um und sammeln hier ein paar Gegenstände ein.
rohes Fleisch, Schafswurst, eine Axt war dabei, ein Eintopf. Oh, ganz schön viele Sachen, muss ich sagen. Wobei, das sind eher hier Zutaten. Und, oh Gott, das dauert jetzt eine Weile, das einzusammeln. Ich habe gelesen in der Beschreibung, wenn man quasi irgendwelche komischen Geräusche hört im Spiel, dass dann, das soll anscheinend ein Zeichen sein, dass das Spiel gleich abstürzt. Ich hoffe mal, das passiert uns nicht, beziehungsweise ich höre, dass es so rauscht oder so. Und dann soll man das Spiel schnell speichern und wieder laden. Und dann geht es wieder. Womit denn? Womit denn? Tja, mit dem Kochtopf. Ja, doppelter Hammer, viele Gegenstände aus Die Nacht des Rahmen. Erkenne ich hier wieder. Meine ich zumindest. Ist ja schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe, also Gothic 2. Lass mich in Ruhe. Ja, ist ja schon gut. Leute, chillt mal ein bisschen hier. Das sind alles so aggro. Okay, hier geht's runter. Ich schaue erstmal hier weiter. Bei Gothic kann ich immer meinen ganzen Entdeckergeist verwenden. Und hier haben wir viele Pflanzen. Cool. Warum nicht? Denn wir können bestimmt irgendwann mal Tränke brauen. Wenn wir die nötige Erfahrung haben. Oh, XXX, was ist denn das? Oben, doppelter Hammer, okay. Und rum, cool. Und was können wir denn hier lesen? Okay, wie man Tränke herstellt. Und wir haben Erfahrung bekommen. Das ist immer gut. Und wir haben sogar Startwerte. 65 Stärke, 50 Geschick, 50 Mana. Wir sind Magier des zweiten Kreises und Stufe 15 und haben schon 10 Lernpunkte. Die Kämpferfähigkeiten sind durchschnittlich. Ja. Und haben einige Sachen schon drauf, wie zum Beispiel hier. Wenn ich es hinkrieg. Oh Gott, welche Taste war das? Die war es nicht. Oh Gott, schleichen. Ich möchte jetzt nichts Falsches drücken. Denn wenn ich es brauche, dann werde ich da nochmal nachschauen. Hey. Magie zu Ehren. Okay, der hilft uns auch nicht weiter. Ein stiller NPC sozusagen. Was haben wir noch alles? Und die Axt ist natürlich stärker. Die nehmen wir dann auch natürlich. Ist zwar ein Zweihänder, aber wir sind ja Zweihänder-Kämpfer. Und wir können uns wahrscheinlich aussuchen, worauf wir uns spezialisieren. Ja, ich bin mal gespannt, was hier noch so geht. Aber aller Anfang ist schwer. Das Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das ist bei jedem Spiel so. Zumindest meistens. Oh, zum Glück kann ich das Bier nicht einsammeln. Das hätte jetzt gedauert. Und ich würde sagen, wir reden mal. Mit dem König, nachdem ich hier die Sachen eingesammelt habe. Sorry, wenn ich immer unterbreche, aber die Leute quasseln mir immer dazwischen. Und ich kann das Buch nicht lesen. Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Für Herr und Vaterland. Halber. Für den König. Coole Namen und ich sammle hier wieder mal die ganzen Gegenstände ein. Sorry, wenn es auch mal wieder dauert. Aber wir brauchen ja Nahrung, weil... Ja. Nahrung bekannterweise realitätsgetreu unsere tiefen Fleischwunden heilt. Nein, ich wollte mich nicht nocken. Ich wollte nur den Schinken mitnehmen. Den leckeren Schinken. Leibwache. Leibwache. Artonius. Ihr habt nach mir verlangt, mein Herr. Ich habe einen wichtigen Auftrag für euch, mein treuer Diener. Meine Informanten vermelden mir seltsame Ereignisse auf Fallendor. Graf Peradur hat jeglichen Kontakt zu uns abgebrochen und hat die Tributzahlungen eingestellt. Das kann ich nicht hinnehmen.
Er war mir stets ein treuer Untergebener. Ich muss herausfinden, was dort vor sich geht. Ich übertrage euch die Leitung dieser wichtigen Mission und stelle euch meine treuen Paladine Taiva und Gardrael zur Seite. Reist mit einem Schiff nach Fallendor und sprecht beim Grafen vor. Berichtet mir, was er zu der Situation zu sagen hat. Ihr dürft euch entfernen, Fürst. Kapitel 1, Auftrag des Königs. Zum Glück plaudert er nicht mit mir eine Stunde. Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ihr kennt eure Aufgabe. Und wir kommen hier wahrscheinlich schnell zur Action. Für Herr und Vaterland. Für den König. So. Okay, wir lesen mal das Tagebuch nach. Mein Herr König Artonius gab mir den Auftrag, mit einer Mannschaft nach Vanentor zu reisen. Oder Fallendor. Der dortige Land scheint ihm die Gefolgschaft zu verweigern und hat die Tributzahlungen eingestellt. Das kann der König natürlich nicht hinnehmen. Ja. Lass mich bloß in Ruhe. Würde ich auch nicht hinnehmen. Aber der Mensch, und deswegen gehen wir hier mal raus. Damit Land endlich dieser Typ oben aufhört. Glaubst du wirklich? Über Adanos und wem auch immer zu reden. Und es lädt eine neue Gegend. Mein Name ist Gardoran. Ich bin enger Vertrauter und Berater des ruhmreichen Königs von Pargonien. Nach Jahren erbitterten Krieges mit den Orks war es ihm in seiner Weisheit gelungen, dem Land endlich den Frieden wiederzugeben. Doch verweigerte ihm der Graf von Fallendor unerwartet die Gefolgschaft. So kam es, dass er mir auftrug, in seinem Namen von Innos Gnaden nach Fallendor zu reisen, um den Ursachen für den unerwarteten Treuebruch auf den Grund zu gehen. Ich werde meinen König nicht enttäuschen. Wir sind da. Das Schiff hat angelegt. Wie es scheint, erwartet man dich bereits. Du solltest daher keine Zeit verlieren. Wir werden hier auf dich warten. Wenn du also etwas brauchst, weißt du, wo du uns finden kannst. Ja, aber ich werde mich trotzdem noch hier ein wenig umsehen, denn hier gibt es bestimmt wieder coole Gegenstände. Was war das? Leeres? Ah, leere Wasserflasche, okay. Ja, da haben wir quasi den Intro gesehen. Und ich muss sagen, ich glaube, die Mod wurde nur von einer Person gemacht. Und ich finde es immer wieder, krass, wie viel Mühe die da reinstecken. Und deswegen, wenn so eine Mod erstellt wird, finde ich es immer richtig dreist, wie die Leute sagen, ja, wann ist die endlich fertig, wann ist die endlich fertig. Viele wissen gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Hey, wie sagte meine Mutter einst, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Jo, das stimmt. Kann ich nur bestätigen. Da lässt sich nichts machen. Hey! Ja, und dass so eine Mod eben was braucht. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Dass so eine Mod eben Zeit braucht, das wollte ich sagen. Okay, hier können wir Stärke, einhändiger Kampf und zweihändiger Kampf lernen. Das mache ich mal vorerst nicht. Ich schaue erstmal, ob ich so klarkomme. In der Welt. Und wie wir gesehen haben, neue Animationen. Ganz cool das Ganze. Hey, das Schiff hat einiges abbekommen. Aber bis du wieder da bist, habe ich alles repariert. Okay, dann hämmern wir mal weiter. Hey, du. Es ist lange her, dass ich hier gewesen bin. Die Insel hat sich kaum verändert. Doch scheinen die Menschen nicht mehr so her wie früher. Irgendetwas beunruhigt mich. Ich hoffe, meine Sorgen sind unberechtigt.
Mich beunruhigt es nicht, weil das heißt für uns nur Action. Pass auf dich auf. Und Action ist cool. So. Okay. Fuchteln mit deinem Schwert rum. Wir reden später. Es gibt viel zu tun. Cool. Na dann war ich hier oben schon. Sorry für die Vergesslichkeit. Aber hier gibt's wohl nichts. Und wir gehen hier mal zum Hafen, würde ich sagen. Willkommen auf Valendor, mein Herr. Der Graf erwartet euch bereits. Wir bringen euch am besten direkt zu ihm. Nein, ich wollte eigentlich noch den Turm da hinten anschauen. Ihr habt mich bereits erwartet? Natürlich. Der Graf hat bereits alles für einen gebührenden Empfang vorbereiten lassen. Es wäre unhöflich, ihn daher warten zu lassen. Folgt mir bitte. Okay, wir folgen dem automatisch. Ich kann nichts machen, Leute. Aber das sollte uns nicht stören. In seiner Haut will ich trotzdem. Den Turm können wir uns nachher noch ansehen. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wenn man da überhaupt drüber schwimmen kann. Nicht, dass irgendwie so ein Seemonster auf uns wartet. Warum gehen wir in den Wald? Ja, das mit dem automatischen Folgen, das finde ich auch cool. Das gibt es ja im Hauptspiel, glaube ich, nicht. Soweit ich weiß. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der uns jetzt mit dem anderen zusammen verkloppen möchte. What the fuck? Was geht ab hier? Im Gefängnis. Ja, irgendwie kann ich mich nicht mehr bewegen. Warum das so ist, weiß ich gerade nicht. Ich bitte um Aufklärung. Och komm, mach mal was. Ah, ich kann mich wieder bewegen. Okay, cool. Ja, ich bin eingesperrt, sichtlich. Hab meine Rüstung verloren. Und weiß gar nicht, wie ich hier eigentlich reingekommen bin. Und hab meine ganzen Sachen weg hier. Okay. Ich glaube, das Ganze hier ist nicht so beabsichtigt. Ich kann auch gar nicht speichern. Aus dem Grund würde ich mal sagen, ich melde mich zurück, nachdem ich das Ganze behoben habe. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe das Problem, glaube ich, gelöst. Ich habe es nämlich eben schon mal getestet. Und zwar darf man nicht speichern oder laden anscheinend, sonst könnte das ein paar Fehler verursachen. Und ja, versuchen wir es einfach mal. Also hier wieder. Willkommen auf Valent, der Graf. Das gleiche Gespräch über. Ich überspringe das jetzt mal. Ihr habt mich. Natürlich. Es wäre. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, der auf dasselbe Problem gestoßen wäre. Ich wäre mir denn nicht so sicher. Manche lernen eben gar nichts dazu. Und ich finde diese Hafen. Noch mehr Stadt, kann ich nicht gebrauchen. Die erinnern ein bisschen an den Hafen von Corinnes. Erstmal abwarten. Soll mich nicht stören, weil. Ich mag altgewohnte, ja, Sachen in dem Fall. Da findet man sich schnell zurecht. Und Gordon läuft vor uns her. Aber es war mir gleich ersichtlich, dass der irgendwas Schlechtes von mir möchte. Und es sieht gut aus. So, ja. Da wären wir. Gute Nacht, du Vollidiot. Also noch gar nicht dunkel. Oh, ich konnte nicht mal die Waffe ziehen. Oh Gott. Und jetzt? Da liege ich. Nackig. Und ich glaube, viele Ausrüstungsgegenstände sind weg. Das wäre schade, wenn ich die nicht mehr bekommen würde. Vor allem für die Tränkeherstellung.
Das hat mich, das kotzt mich ein bisschen an. Oder habe ich die noch? Ja, die habe ich noch, okay. Gut. Ja, ich könnte jetzt Schluss machen, aber ich warte kurz, bis der Typ herkommt. Die Folge könnte ein bisschen länger gehen. Ja, bereit. Bereit? Wofür? Für jemanden, der bald den Rest seines Lebens im Knast verbringen wird, hast du ganz schön Humor. Ich verstehe nicht. Was wirft man mir vor? Das wird dir der Richter erzählen. Jetzt sieh zu, dass du in den Gerichtssaal kommst. Sonst hau ich dich nochmal um. Oh. Bist ein ganz schön harter Kerl. Ja. Ich würde sagen, das war's für die erste Folge. Und da hinten flackert schon. Muss ich mal in der Gothic-Indie-Datei rumprobieren. Vielleicht hilft es was, aber kann auch am Spiel liegen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, wenn es heißt hier, ich hoffe mal aus dem Gefängnis rauszukommen, beziehungsweise aus der misslichen Lage. Also, macht's gut.